Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier bei Forager. Wir haben in der letzten Folge eine weitere Insel dazu gekauft und eine Kiste geöffnet. Die Insel ist relativ voll, müssten wir mal abernten. Wir nehmen aber jetzt erstmal... Oder hat man den Blitz gesehen? Wir können hundertprozentig davon getroffen werden. Aber vielleicht muss der Blitz auch irgendwie was anderes treffen, könnte ich mir auch vorstellen. Wir sammeln mal hier ein bisschen ein paar Sachen ein, damit wir da eben ein bisschen was mitmachen können. Ich denke, als nächstes werden wir die Mühle bauen. Würde zumindest einen Sinn ergeben. Wir schauen noch mal kurz nach, was wir da dafür brauchen. Oh, da unten ist ein Schwein. Ja, da können wir wahrscheinlich nicht einfach hingehen und E drücken und dann kriegen wir ein Stück Fleisch und das läuft weiter. Oh je. Wir brauchen 40 Holz, noch 12 Ziegel und Fäden, okay. Gut, das heißt, hier werden wir mal die ganze Zeit Ziegel herstellen. Und hier werden wir jetzt mal die ganze Zeit Kohle herstellen. Was bedeutet, wir brauchen mehr Holz. Nee, armes Schweinchen. Okay. Naja, wir müssen ihm ja nichts antun. Aber es läuft die ganze Zeit zu uns. Es wird gleich aus Versehen in meine Spitzhacke reinlaufen. Oh, wir haben einen Smaragd bekommen. Sehr schön. Okay. So. Ah, ich wollte das nicht kaputt machen. Ich hoffe, man kann es irgendwie reparieren. Ansonsten müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Ich ernte mal hier alles, was hier ist. Damit diese Insel mal ein bisschen wieder... ein bisschen begehbarer ist. Haben wir irgendwas, was wir essen können? Wir bringen ein normaler Viech auch 10. Ja gut, dann ist es aber trotzdem nicht so effizient. Wir essen mal hier die ganzen Zitronen. Ja, das ist in Ordnung. So, und jetzt haben wir hier ja nochmal was freigeschalten. Wir könnten den Markt freischalten. Oder hier die Industrie allgemein. Ich denke, wir machen mal die Industrie, damit wir auch das letzte dieser ersten vier Dinge freigeschalten haben. Damit haben wir Nähen freigeschaltet. Oh, da können wir Leder herstellen. Okay. So. Hier haben wir fast alle Bäume weg. Erstmal alles hier schön wegmachen. Bisschen Eisen einsammeln. Die Steine einsammeln. So, auch Gold einsammeln, weil damit können wir neue Inseln kaufen. Und beim nächsten Mal, glaube ich, werden wir den Markt freischalten, weil ich mal davon ausgehe, dass wir dann dort Sachen kaufen können. Eventuell können wir dort auch Sachen verkaufen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So. Das heißt, diese Insel haben wir jetzt erstmal komplett frei gemacht. Okay. Und hier ist auch wieder schön was gewachsen. Okay, wir werden jetzt erstmal hier komplett Kohle herstellen. Und hier werden wir Ziegel herstellen. Oh ja, stimmt, wir können ja jetzt Stahl herstellen. Da müssen wir mal gucken, können wir hier neue Sachen machen? Nee, hier können wir noch nichts Neues machen. Okay, hätte ja sein können. Hier können wir auf jeden Fall noch Fäden herstellen. Die Sachen sammeln ja jetzt automatisch ein. Sind die ganze Zeit in unserem Menü? Ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, wir sollten noch einen weiteren Ofen hinstellen, damit wir unser Essen dorthin machen können. Ist ja gar kein Problem, den machen wir mal dahin. Ja, da hinten die zwei Blumen, die tun mir sehr, sehr leid, aber die dürfen dann in Frieden da wachsen. Okay, das heißt, hier stellen wir mal Eisenbarren her. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder Zitronen. Da wär's mal uns mal komplett voll.
Grüner als die Bäume, die dich umgeben und wertvoller als Gold. Okay. Ja, okay. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir hier wieder Bäume fällen, damit wir eben Kohle herstellen können. Ja, das arme Schwein läuft da rum. Wo ist denn eigentlich unser Huhn? Ah, wir sammeln es tatsächlich komplett automatisch ein. Okay, das ist ja noch krasser. Ah, das Huhn ist da hinten, okay. Habe ich da jetzt gerade irgendwie... Achso, das war eine Wolke. Boah, ich dachte, da wäre irgendwie ein Riesenvieh. Eieieiei. Ach, da haben wir noch einen Huhn. Okay, wir haben zwei Hühner. Interessant. Wir stellen hier mal wieder Fäden her. Hier könnten wir vielleicht schauen, dass wir mal hier so eine schleimige Spitzhacke machen. Wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Wir brauchen aber sehr viele Ziegel. Hier das Weizen können wir auch einsammeln. Da können wir vielleicht mal Brot bald herstellen. Die Energie geht relativ schnell flöten. Steine haben wir auf jeden Fall einige. Ja, also natürlich, man könnte überlegen, dass man vielleicht jetzt noch einen Ofen herstellt, aber drei sind, denke ich, schon genug, weil wir gar nicht mal so schnell hinterherkommen, die ganzen Sachen dahin zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil momentan stehen die ja leer. Das heißt, es ist nicht gerade effizient, das zu machen, jetzt momentan. Aber im Normalfall, wenn wir mal hier ein bisschen Kohle haben und so, dann sieht es ja auch wieder ein bisschen besser aus. Wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie Kohle produzieren. Ja, essen wir mal hier ein paar davon. Okay. So, das. Na, hier ist Gold, das nehmen wir gerade noch mit. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie so Forstwirtschaft oder sowas machen können, damit das vielleicht schneller geht oder eben mehr Holz Blöcke bekommen. Okay, neue Tufe. Sehr schön. Oh. Ja, ich wollte gerade ins Menü gehen und habe dann nicht hingeschaut. Ich war noch nicht im Menü, aber wollte gerade. Naja. Neue Skills. Okay. Lagerung wäre interessant. Handeln fände ich eigentlich... Oh, wir haben ja Schreinerei. Gebäude kosten um 25% weniger Holz. Ich könnte mir... Wisst ihr was? Wir machen zuerst die Schreinerei. Was haben wir hier? Handwerk. Schaltet Königsstahl frei. Okay. Ein Hammer. Wir gucken mal, was wir mit der Schreinerei machen können. Vielleicht können wir da eine Säge machen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bauen. Bei der Farm wird es nicht... Doch, hier. Schreinereistation. Da brauchen wir noch 22... Oh, da können wir Deko-Items herstellen. Okay. Ist ja auch cool. So, die Schleime hier kaputt machen. Ja, vielleicht wäre Jagen auch ganz gut, damit wir da ein bisschen Punkte bekommen. Oh, schaut mal. Da ist sehr viel Kohle. Ja, komm, spring hier rüber. So. Das hier sind ja noch einfache Gegner. Ich glaube, wir bauen trotzdem zuerst die Mühle. Und dann die Schreinerstation. Wobei das mich schon interessieren würde, was wir da alles Schönes bauen könnten. Aber wenn da dabei steht nur Deko-Items, ist das natürlich jetzt, was den Spielfortschritt angeht, jetzt nicht so das, wo man jetzt die Priorität setzen sollte. So im ersten Moment, würde ich jetzt mal sagen. Okay, wir haben auf jeden Fall hier ein bisschen was. Wir könnten Kohle herstellen. Das machen wir, sehr schön. Ich weiß, wir brauchen eigentlich viel mehr, um hier bestimmte Sachen herzustellen.
Wir werden mal ein Stahl, eine unempfindliche und nicht rostende Metalllegierung. Eisenbarren, Gold. Okay, wir brauchen Goldbarren. Interessant. Normalerweise braucht man das ja nicht. Wir werden mal maximal herstellen und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. So, essen mal hier wieder ein paar Früchte. Können wir die Eier eigentlich so essen? Ja, 10. Okay. Ich glaube aber, mit denen können wir hundertprozentig irgendwas craften. Okay. Nee, schade. Ich dachte, wenn wir das hier hätten, dann könnten wir vielleicht irgendwas mit Stahl herstellen. Aber das scheint erstmal so nicht zu sein. Wir können Fäden herstellen. So, und stellen jetzt hier mal noch ein paar Ziegel her. Ja, und brauchen wieder erstmal... Okay, wow. Die Schweine machen Kacke. Ja, ist logisch, aber... Können wir bestimmt als Dünger nutzen. So, das hier. Gut, das heißt, wir müssen die Schweine nicht unbedingt schlachten. Können sie also beibehalten, damit sie dann ihren Dung verrichten können. Was ja auch ganz schön ist, auf seine verschrobene Art und Weise. Gut, da werden wir jetzt gleich ein paar Fische braten. So, das könnte Schmerzen geben. So, jetzt erstmal was essen. Wir essen mal Rüben. Naja, Rüben haben wir viele. Essen wir mal komplett voll auf. Zack. Und hier machen wir momentan nichts. Wir müssen das alles mal ein bisschen effizienter gestalten. Vielleicht gibt es später auch irgendwie so eine Spitzhacke oder eine Säge, wo wir auf einmal so 2 oder 3 Gegenstände auf einmal abernten können. Also wenn wir hier stehen, auf einmal so 3. Könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Das sind alles Mutmaßungen. Hier haben wir wieder Dung. Hier stellen wir mal wieder Fäden her. So, kleiner Geldbeutel macht wieder... Münzen sind 25% mehr wert. Okay, dafür brauchen wir Fäden und Goldbarren. Okay, ich denke, das können wir auf jeden Fall als nächstes hier anstreben. So, wir gucken jetzt nochmal nach. Was brauchen wir jetzt genau für unsere Windmühle? Noch 20 Holz brauchen wir. Okay. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Holz. So, wir sammeln die Sachen hier ein. Dann können wir die Windmühle machen und dann können wir eben Samen herstellen und dann können wir die Sachen anbauen, die wir gerne haben möchten. Also sind dann nicht mehr so auf Glück, auf den auf RNGs bedacht. Was ich sehr, sehr begrüße. Oh. Ich wollte... Ja, okay. Das war ein Versehen. Ich wollte eigentlich... oh Gott, das sind so viele Schleime. Ich wollte eigentlich das Weizen ernten und habe jetzt aus Versehen... hab aus Versehen das Huhn gekillt. Oh Mann, ey. Nee, das wollte ich nicht. das war nicht der Plan. Ich habe das Huhn gar nicht da drin gesehen. Oh Mann. Dinge sind geschehen, die nicht geschehen sollten. Oh Mann, ey. Ach, wir brauchen 30, nicht 20. Okay, ja, Schwein, bleib mal bitte auf Seite. Es können Dinge passieren, die ich nicht möchte. Also lauf mir am besten nicht in die Spitzhacke rein. Das war definitiv nicht das, was ich wollte. Etwas essen. Essen wir mal das.
Ich wollte mal gucken, ob man das essen kann, weil es gibt Spiele, wo man das kann. Woher ich das weiß, keine Ahnung. Aber ja. Nur für die Wissenschaft. Man muss ja so etwas überprüfen. So, 25 haben wir jetzt. Jetzt haben wir 27. So, hier haben wir noch ein bisschen Baumwolle. Da können wir ja gucken, was wir anpflanzen wollen. So, das haben wir mal eingesammelt. Ja, die Fischfarmen, die funktionieren eigentlich ganz gut. Ich nehme auch noch hier die Kohle mit. So, sehr schön. Wunderbar. Okay, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier nochmal Skills nach oben bringen. Wir haben noch keine Heldentat abgeschlossen. Okay, jetzt ist die Überlegung, was nehmen wir? Ja, Stein oder sowas könnten wir natürlich essen. Hier wäre immer Kohle dabei. Alle Steine enthalten Kohle. Wäre auch gut. Hier kriegen wir ein Haustier. Ein Haustier wäre auch schön. Ich hoffe, wir kriegen eine Katze. Jagen. Aber ich nehme mal hier den Markt. Der Markt wird es regeln. Die unsichtbare Hand des Marktes wird uns schon helfen. Ah, hier können wir eine Bank freischalten. Okay. Feilschen reduziert die Marktpreise um 15%. Okay. Das heißt, wir gucken mal. Wie viel würde denn so ein Markt kosten? Oder brauchen wir 5 Leder? Können wir Leder von den Schweinen bekommen? Ich würde eher sagen von Kühen. Hm. Naja, wir bleiben jetzt erstmal hier bei unserer Windmühle. Oh, ist die riesig. Meine Güte. Ja, ich würde sagen, die bauen wir dann hier hin. Können wir die Sachen eigentlich drehen? Nein. Okay, man könnte das auch hier hinbauen. Es ist halt eben die Frage, ob wir das von allen Seiten anpacken können. Können wir es hier so anpacken? Ja. Wir können nicht hinten dran. Wir könnten hier, das geht auch. Okay, wir können von allen, oh, beinahe hätte ich das Schwein angegriffen. Aber ich gehe davon aus, dass ich werde gleich für die Wissenschaft ausprobieren müssen, ob es Leder droppt. Ich gehe mal davon aus, ja. Oder wir müssen warten, bis eine Kuh da spawnt. Ich würde dann nämlich die Mühle hier hin machen, wo jetzt das Schwein da rumläuft. So, wir probieren es aus. Es tut mir leid. Ja, es droppt Leder. Okay, das heißt, wir brauchen ein bisschen Platz. Dann essen wir das hier mal. Okay. Ey, ich will das hier essen. Geht aber immer automatisch dahin. Okay. Wir gehen mal kurz auf Seite und werden das jetzt mal schnell hinbauen. Die Windmühle. Genau so. Das sieht doch ganz nett aus. Genau, wir können dran. Okay. Aha. Bärensamen, Baumwollsamen, Rübensamen, Weizensamen, Blumensamen, Tierfutter, Tierköder und Mehl. Ein wichtiger Bestandteil jeder Backware. Ich gehe mal davon aus, bevor wir Brot backen können, müssen wir Mehl herstellen. Das klingt relativ logisch. Brot, dafür brauchen wir Mehl und Kohle. Ist die Frage, wie gut Brot ist. Wir werden mal das Fleisch hier kochen, damit wir das zumindest schon mal weg haben. Genauso auch hier die Fische. Und hier werden wir ein bisschen Kohle herstellen. So, und hier stellen wir mal ein, dass hier Mehl hergestellt wird. Aus dem Weizen. Ich gehe mal davon aus, dass Weizen nur zu diesem Zwecke genutzt werden kann. Aber vielleicht auch für Kuchen oder so später. Könnte ich mir zumindest... Ah, okay, wir kommen da dran. Ja gut, wir könnten ja auch hier einfach dann Holzdinger hinbauen. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. So, das Inventar ist voll. So, das heißt, wir werden erstmal hier Brot backen.
Ja, das heißt, wir müssen hier ein bisschen mal schauen. Wir müssen wieder was Sachen essen. Wir essen mal hier die okay, Fleisch bringt genauso 20 wie Fisch. Interessant. Dann würde ich eher auf Fisch dann gehen, als jetzt auf Fleisch. Ich bin mal gespannt, wie viel Brot bringt. Wäre schön, wenn das eben genauso viel bringt, also auch 20. Ich stelle mal hier noch Goldbarren her. Oh, wir haben sehr viel Erz. So, wir gucken mal. Brot 35. Oh, ist ja sogar noch besser. Yo. Das begrüße ich. Also das heißt, wir werden hier auf jeden Fall hier Weizenfelder hinmachen. So, das heißt, hier werden wir weitere Fäden herstellen. Komplett, zack. Was haben wir denn noch? Ach, wir können ja hier unten Sachen herstellen. Können wir... Oh, Weizensamen können wir gar nicht herstellen. Dafür brauchen wir 3 Weizen. Okay, das hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Aber hier ist ja noch ein bisschen was. Ich denke, das gehen wir mal sammeln, damit wir das eben anbauen können. Ist natürlich auch die Frage, ob solche Sachen dauerhaft angebaut werden. Oder nur einmalig. Ich gehe mal davon aus, einmalig. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Genauso ist auch die Frage, wie viele Weizensamen kriegen wir da raus? Also wenn wir jetzt das Weizen da anbauen. Wenn wir da irgendwie nur einen Weizensamen rausbekommen, ist das auch irgendwie ein bisschen... Hm. Wir stellen nur einen her, okay. Ich gehe mal davon aus, dass es dauerhaft ist. Kohle sammeln wir momentan nicht ein. Was haben wir noch zu essen? Wir könnten mal schauen, dass wir... Gut, wir haben hier noch Mehl. Wir essen mal die Eier. Dann nehmen wir hier die Kohle. Weil dann kann ich hier die Kohle einsammeln. Kann da jetzt erstmal was reinpacken. Wir stellen mal weiter Goldbarren her. Genau. Und da nehme ich jetzt das Holz. Genau. Zack. Mach den Schleim erstmal kaputt. Okay, und mach das dann hier rein und stell da noch ein bisschen Kohle her. Und hier können wir erstmal noch ein paar Münzen herstellen. Und damit dann wahrscheinlich wieder neue Sachen kaufen. Also beispielsweise eine neue Insel. Oder eben den Markt. Den könnten wir halt eben auch da erforschen. Oh Gott! Ja, da sind ein paar Schleime. Ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Blitz vielleicht auf so einen Schleim drauf fliegt, dass das entweder den killt oder die so mutieren lässt. Klingt zumindest plausibel. So, das hier. Wir könnten auch mal wieder Eisenbarren herstellen. Ah, komm hier rüber. Komm, Schleim. Okay, du willst nicht zu mir. Okay. Wir haben Weizen eingesammelt. Wir werden jetzt mal hier die Weizensamen hier reinbringen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Gut, wir hätten ja auch die anderen Sachen herstellen können. Oh, da kriegen wir 4. Okay, doch, das lohnt sich, weil wir dann auf jeden Fall 1 mehr haben, als wir reingegeben haben. Ich denke, das können wir später auch steigern durch verschiedene Sachen. Und die Sachen despawnen erstmal momentan nicht. Weil hier da hinten die Zitrone ist auch schon relativ lang da. Okay, wir nehmen mal das hier und werden die mal hier anpflanzen. Okay. So wäre zumindest mal der Plan. Mal gucken. Müssen ja auch gucken wegen... Okay, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwas. Das will ich einsammeln.
Kohle herstellen, bitte. Und hier können wir dann... Machen wir mal Goldbarren, weil wir da auf jeden Fall Platz für haben. Müssen mal schauen, dass wir unser Inventar ein bisschen vergrößern können. Oder sind hier die Sachen verschwunden? Nee, ich glaube, die haben wir eingesammelt. Das hier liegt ja auch schon die ganze Zeit da. Okay, die Sachen konnten wir alle einsammeln. Sehr schön. Eisen haben wir auf jeden Fall. Okay, wir haben... oh Gott. Wir sind fast am Sterben. Essen. Ach, von Fisch kriegen wir Leben dazu. Okay, wir essen mal ein Brot. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen, dass das auch ein Leben dazu macht. Also manche Sachen. Ich habe die einfach immer nur gegessen. Wow. Okay, hier unten wächst das auf jeden Fall schon mal. Das ist schön. Haben wir eigentlich schon Leder im Inventar oder ist das einfach nur die Haut, die wir noch zu Leber machen müssen? Das würde mich auch interessieren. Das hier ist Fell. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie wahrscheinlich eine Gerberei oder sowas. Ja, machen wir das mal. Die Viecher holen halt eben auch ein bisschen was an Inventar weg. Weil hier jetzt ein Platz ist, deswegen holen wir mal das Holz. So, erstmal hier die Schleime kaputt machen. Oh, habe ich mich gerade erschrocken, aber wir haben einfach nur eine neue Tufe erreicht. Dann nehmen wir erstmal das Holz hier mit. Beziehungsweise wir werden jetzt erstmal schauen. Jetzt haben wir die Zitrone eingesammelt. Was wir hier auswählen können an Skills. Okay, ich denke mal, hier die Sachen sind jetzt nicht so wichtig. Also Falschen und Banking. Lagerung könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht ganz gut. Alchemie schaltet Kessel frei. Handwerk, ja, Hammer wäre bestimmt auch gut. Steinmetztisch, Feuerschalen. Ja, da könnten wir Licht machen. Oh, was steht da? Gebäude kosten um 25% weniger Stein und Ziegel. Ein Haustier. Alle Steine enthalten Kohle, was sehr nett wäre. Angeln? Fischfallen sind um 50% schneller. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall unser Essen da. Ich denke, wir machen mal Lagerung, damit wir Sachen lagern können. Weil unser Inventar ein bisschen... Glücksspiel, alles klar. Schaltet Spielautomaten frei. Interessant. Vielleicht brauchen wir ja für die Tresore... ist die Frage Wirtschaft wahrscheinlich, oder? Tresor stellt zusätzliche Lagerplätze zur Verfügung. Dafür brauchen wir 3 Stahl. Okay, da wissen wir ja, was wir herstellen. Stahl. Beziehungsweise erstmal Kohle wieder. Ah, blöder Schleim. So, dann stellen wir hier weiter Kohle her. So, das Schwein lassen wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch weiter am Leben. Würde uns momentan nichts bringen, wenn wir das killen würden. Dann hätten wir zwar Fell, ja, schön, aber wir können noch kein Leder herstellen. Das heißt, wir müssen hier Platz machen für die Kohle. So, das heißt, das können wir jetzt einsammeln und dann können wir hier Stahl herstellen. Machen wir auch mal maximal. Und hier stellen wir Brot her. Damit ist das eine Mehl, was in unserem Inventar ist, weg. Was dann auch wieder den Platz da ein bisschen verbessert. Und wir haben wieder einen Smaragd bekommen. Beispielsweise solche Smaragde oder sonst was, die können wir dann in das Tresor reinlegen. In den Tresor. Was dann doch ganz gut ist. Ja, erstmal Brot wegmachen, da haben wir auch wieder 2 Inventarplätze da. Und da unten haben wir jetzt Weizen. Das wir dann einsammeln und dann direkt wieder anpflanzen. Oh ja, schaut mal, wir haben jetzt 5 Weizen bekommen.
Ja, ich würde. Da hinten ist noch Weizen, das würde ich noch nehmen, bevor wir das wieder machen, damit wir quasi die doppelte Menge haben. So. Das heißt, hier ist irgendwas. Ein Stein wahrscheinlich. Genau. Können wir ja auch immer gebrauchen. 67 Steine haben wir jetzt mittlerweile. Ist auch die Frage, wie viel in so ein Tresor reinpasst. So, hier ist auch wieder sehr viel gespawnt. Also, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, dass die Sachen irgendwann mal leer sind. Und wenn, dann können wir ja sowieso neue Inseln holen. Okay, wir wollten zuerst gucken, wie sieht's aus mit Tresor. Mag nicht so ein Tresor, genau. Boah, ist ja auch ein Riesending, ey. Ja, wo stellen wir das Ding hin? Das wäre vielleicht hier, wäre das so ganz schön, aber. Wir könnten es hier hinten dran verstecken. Dann sieht man es nicht so sehr. Sieht so aus, als ob das hier so eine Erweiterung wäre. Okay. Ah, da steht sogar der Wert dabei. Okay, es sind nur 6 Plätze drin. Ich denke mal, die Kacke können wir da reintun. die Blumen. Die Amethysten. Smaragde. Wäre schön, wenn wir die Fische so automatisch da reinmachen könnten. Nee, der Goldbarren wollte ich jetzt eigentlich nicht da reinmachen. Und ansonsten machen wir mal noch das Gelee komplett da rein. Und das Fell. Weil das brauchen wir definitiv momentan jetzt nicht. So, machen wir noch hier den Schleim da weg. Na. Ja, jetzt ist leider das hier kaputt gegangen. Aber wir können diese hier noch reinmachen. Und wieder Weizensamen herstellen, diesmal die doppelte Menge. Und die Mühle, sie dreht sich. Das heißt, wir können Brot produzieren, was eigentlich ganz gut ist. Genau. So. Das heißt, wir nehmen die Schaufel raus, machen das mal hier. Zack. Ach, da haben wir jetzt sogar Erde rausbekommen, also hier Sand. Das heißt, 6 Stück, dann machen wir hier noch eins und da noch eins. Und verteilen die Sachen mal. Wenn ich Feldfrüchte bewässern könnte, würden sie viel schneller wachsen. Ja. Das heißt, die Wasserschaufel ist vielleicht etwas, was für uns interessant werden könnte. Aber bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Kompass, Bambuso.